Der Dom von Immerath war keine Notre-Dame, er liegt inzwischen nicht mal mehr in Trümmern. Von ihm blieb nicht mal Schutt, nachdem der Abrissbagger kam. Um seine Reste durfte man sich nicht mal kümmern. Dem Dom von Immerath, dem ließ man keine Chance. Intakt riss man ihn ab, komplett und ganz. Die Kirche als Institution interessiert nur die Monstranz. Sie zeigt anstatt Gewissen nur Vakanz. Ist denn Kirche nicht gleich Kirche, als Gotteshaus nicht gleich viel wert? Was ist an einer Kirche wertvoll, was an anderen verkehrt? Wenn unter Notre Dame ein Flöz läg, wie lang hätt es dann gebrannt? Hätt man im Schein der Flammen ausgeharrt, gewartet wie gebannt. Es sammelt fast mit Dosen ein Ministerpräsident, um die Inselkirche wieder aufzubauen. Einer, den man heuchelnd aus den Fernsehtalkshows kennt, er weiß treuherzig in Kameras zu schauen. In Kaienberg am Tagebau noch eine Kirche steht, erhaltenswert fehlt es auch an Bekanntheit. Die Kirche als Institution interessiert nur die Monstranz, sie zeigt anstatt Gewissen nur Vakanz. Ist denn Kirche nicht gleich Kirche, als Gotteshaus nicht gleich viel wert? Was ist an einer Kirche wertvoll, was an anderen verkehrt? Wenn unter Notre Dame ein Flöz läg, wie lang hätt es dann gebrannt? Hätt man im Schein der Flammen ausgeharrt, gewartet wie gebannt. Er sammelt eifrig Spenden wie ein Retter der Kultur, mag zum Kirchenabriss nicht ein Wort verlieren. RWE zu bremsen geht ihm wieder die Natur, als würde Gott gewollt es nur passieren. Mannheim schon in Trümmern liegt, die Kirche man noch sieht, entwidmet mit gab man sie den Baggern preis. Die Kirche als Institution interessiert nur die Monstranz, sie zeigt anstatt Gewissen nur Vakanz. Ist denn Kirche nicht gleich Kirche, als Gotteshaus nicht gleich viel wert? Was ist an einer Kirche wertvoll, was an anderen verkehrt? Wenn unter Notre Dame ein Flöz läg, wie lang hätt es dann gebrannt? Hätt man im Schein der Flammen ausgeharrt, gewartet wie gebannt. Welche Kirche wird geopfert, welche Kirche wird geraubt? Wer für Profit sich ungestört versündigt? Wer redete falsch Zeugnis, wem wird nicht mehr geglaubt? Und wer von welchen Kanzeln falsch verkündigt? Man teilt sich seine Schäfchen in Schwarz und Weiße ein, weil man es will und nicht weil man es muss. Die einen lässt man beten, die anderen nicht hinein. Kann Selektion im Glauben möglich sein? Ist denn Kirche nicht gleich Kirche, als Gotteshaus nicht gleich viel wert? Was ist an einer Kirche wertvoll,
was an anderen verkehrt. Wenn unter Notre Dame ein Flöz läg, wie lang hätt es dann gebrannt? Hätt man im Schein der Flammen ausgeharrt, gewartet wie gebannt.